Ich bin hier in einem der Laborgebäude des Inselspital Bern. Im Inselspital Bern wird nicht nur operiert und geheilt, nein, es wird natürlich auch geforscht. Das sieht man hier sehr gut. Bei mir ist jetzt der Professor Ralf Schmid. Und zwar geht es in dieser aktuellen Forschung, die wir vielleicht zusammen schnell ein bisschen genauer erläutern wollen, geht es um die Immuntherapie bei Lungenkrebs. Bevor ihr vielleicht uns erklärt, an was ihr und euer Team da genau geforscht habt, möchte ich mir vielleicht sehr schnell erläutern, was ist überhaupt genau eine Immuntherapie, zwischen im Vergleich zu der herkömmlichen Chemotherapie? Gut, Immuntherapie beim Krebs ist eigentlich ein ganz neues Konzept. Bei einer konventionellen Chemotherapie tut man eigentlich bei teilenden Zellen DNA schädigen, damit die nicht weiter wachsen können. Bei der Immuntherapie funktioniert das völlig anders. Ein Tumor schützt sich vor der Immunattacke vom Immunsystem und kann darum überleben und kann darum wachsen. Und man versucht, den Schutz von dem Tumor versucht man zu durchbrechen, das Immunsystem, das körpereigene Immunsystem, wieder den Tumor kann eliminieren. Was eigentlich tagtäglich passiert, weil jeden Tag werden Krebszellen im Körper produziert, aber die werden vom Immunsystem immer abgeräumt. Und bei einem Krebs, darum ist es auch eine Erkrankung, passiert das eben nicht mehr. Und man versucht eigentlich, die normale Immunreaktion gegen die Krebszellen wiederherzustellen. Also das heisst, denke, man hilft einem Körper bei dieser natürlichen Abwehr, dass er selber wieder in der Lage ist, den Krebs, die Erkrankung zu bekämpfen. Genau, genau. Und jetzt hat man herausgefunden, dass gewisse Faktoren, auf denen Krebszellen exprimiert werden, also so Rezeptoren drauf sitzen, wo die attackierenden Immunzellen hemmen. Und wenn man diese Rezeptoren wieder blockiert, dann gibt man den Immunzellen, also weissen Blutkörper sind es im Prinzip, wieder die Chance, den Tumor zu eliminieren. Vielleicht noch schnell einen Schritt zurück im Vergleich zu der Chemotherapie. Wieso seid ihr jetzt ein Unterstützer von dieser Immuntherapie? Was spricht denn gegen die herkömmliche Chemotherapie? Es spricht nichts gegen. Man hat ja bei vielen Krebsarten hat man gute Erfolge, sehr gute Erfolge bei der Chemotherapie. Aber eine Chemotherapie tut eben nur teilende Zellen im Prinzip eliminieren. Also alle im Darm und in jeder Schleimhaut oder so, wo sich Zellen schnell teilen, die werden auch extrem mitgeschädigt, oder? Weil das nicht spezifisch ist nur für Krebszellen. Und darum sind die Nebenwirkungen von einer normalen Chemotherapie, das weiss man ja, sind ja relativ stark, oder? Und der Patient braucht auch immer Pause und braucht Infusionen etc. Und bei der Immuntherapie ist das eben das völlig neue Konzept. Und man hofft, es gibt auch Nebenwirkungen, es gibt keine Therapie ohne Nebenwirkungen. Man hofft, dass einfach die Nebenwirkungen kleiner sind. Und da man die Therapie einfach durch eine Tablette nehmen kann, ist das für den Patienten auch weniger belastend. Ist das auch der Grund, die weniger grosse Belastung für den Patienten, dass ihr und euer Team jetzt quasi in diese Richtung eben weiterforscht, dass man die Immuntherapie quasi vorwärts bringen kann? Ja, es geht, wenn man eine Chemotherapie gibt, Krebszellen sind extrem schlau, oder? Die entwickeln Resistenzen und sind dann irgendwo, zum Beispiel bei Brustkrebs, ist das ganz typisch, man macht eine Chemotherapie, der Krebs verschwindet, aber irgendwo sitzen noch einzelne kleine Zellen, die resistent sind, die können bis 10 Jahre irgendwo sitzen und nach 10 Jahren kommt der Krebs plötzlich wieder zurück. Und wenn man natürlich das Immunsystem unterstützt, um auch die einzelnen Zellen, die irgendwo im Körper sitzen, eliminieren, hat man viel die bessere Krebstherapie. Also eine Chemotherapie, ein bisschen überspitzt gesagt, ist fast nie heilend. Eine Chemotherapie tut den Krebs einfach eliminieren, aber die Chance, dass er irgendwann dann wieder kommt, ist eben sehr gross. Und was man heute auch schon ausprobiert, ist zum Beispiel, dass man eine Chemotherapie konventionell mal gibt, bis der Krebs verschwindet und dann wie erhaltend eine Immuntherapie, wo dann dem Körper die Chance gibt, um den Krebs in Schach zu behalten. Es ist eigentlich das neue Konzept. Man ist gar nicht mehr darauf aus, den Krebs total zu eliminieren, sondern will ihn mit dem Immunsystem in Schach halten. Das Immuntherapiesystem quasi, das ist ja nicht erst seit gestern, sage ich jetzt mal, erfunden. Was ist denn quasi das Neue, was ihr und euer Team da jetzt entdeckt habt? Also entdecken ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja,
Also wir haben einfach einen neuen Ansatz gefunden. Bis jetzt haben wir die Rezeptoren untersucht, die eben die weißen Blutkörper haben. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass die Zellen, die normalerweise da sind, zum Gefäß abdichten, wo rund um jedes Gefäß ist, weil ein Gefäß ja, braucht eine Abdichtung, sonst leckt alle Blut raus, Flüssigkeit raus, dass die Zellen ganz eine grosse Funktion haben, um eben auch den Tumor beschützen vor der Immunattacke. Und unsere Hoffnung ist jetzt, oder, dass man aufgrund von dem Mechanismus man kann Medikamente entwickeln kann, die dann den Schutz vom Tumor auch aufheben und einen anderen Ansatz für die Attacke auf den Tumor dann daraus resultiert. Was heisst das jetzt konkret für die Patienten, die Krebs haben? Können die sich Hoffnung schüren oder sind das so Erkenntnisse, die letztendlich darin resultieren, dass man neue Medikamente entwickeln kann? Ja, beides. Es ist in der Krebstherapie ist eine grosse Gefahr, dass man falsche Hoffnungen weckt. Oder? Man sieht es auch bei der Immuntherapie, gerade beim Lungenkrebs, muss man ganz klar wissen, das ist vielleicht 20%, 15-20% der Patienten profitieren von der Immuntherapie, die anderen nicht. Aber die profitieren, die haben extrem gute Chancen, dass der Krebs kann im Schach behalten werden. Zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs, beim Melanom, hat man unglaubliche Resultate. Der verschwindet zum Teil völlig, oder? Von früher, die Patienten innerhalb von einem Jahr oder so gestorben sind. Also man muss immer schauen, für welche Patienten nützt es, oder? Und für die gibt es eine grosse Hoffnung. Es ist nicht mehr so, dass man ein Medikament hat wie früher, wo man einfach für alle Krebsarten gibt und dann das Gefühl hat, man kann alle eliminieren. Es ist viel persönlicher, das ist die neue Schlagwort von der Personalized Medicine. Oder? Man muss schauen, wirkt das Medikament auf den Patienten und wenn es wirkt, dann ist die Chance gross, dass er einen guten Erfolg hat. Aber und darum muss man natürlich verschiedene Ansätze auch herausfinden, weil es verschiedene Arten von Krebs gibt, verschiedene eben Abwehrmöglichkeiten, die der Krebs hat gegen das Immunsystem. Und man darum dann muss die spezielle Therapie für den Patienten finden. Ihr habt gesagt, es ist schon immer so eine Gratwanderung, sage ich jetzt mal, wenn man neue Forschungsergebnisse präsentiert, dass die Leute, die betroffen sind, das irgendwo lesen oder hören und natürlich selber eine grosse Hoffnung schöpfen. Wie geht ihr mit dem um? Ist das so ein Balanceakt, den man muss finden, zwischen einerseits das Vorwärtspushen und auch publizieren und andererseits eben trotzdem nicht eine falsche Hoffnung an den Patienten geben? Gut, das hat man natürlich in der täglichen Arbeit mit dem Patienten sowieso, weil die Frage ist immer, können sie das heilen? Kann man das im Prinzip jetzt auf lange Sicht eliminieren oder nicht. Oder? Und dann muss man, meine Strategie ist einfach immer dem Patienten ganz ehrlich sagen, so und so sind die Chancen, wir machen unser Bestes. Für die meisten Patienten ist das eine gute Therapie, aber es gibt immer Ausnahmen. Oder? Man sollte den Patienten umgekehrt auch nicht verunsichern, oder? Sondern dass man macht, muss er auch überzogen sein. Das ist eine gute Sache, aber man darf ihm nie falsche Hoffnungen schüren. Oder? Wenn ein Chirurg oder irgendein Onkolog kommt und sagt, ja, wissen Sie, das kann man heilen, oder? Dann sollten einem eigentlich die roten Lämpchen leuchten, weil meistens ist es nicht so klar und nicht so einfach. Oder? Und ich glaube, bei uns sind Patienten ja sehr gut aufgeklärt, das Wissen aus dem Internet und so ist sehr gross. Oder? Und was wir eigentlich wollen, oder? Eigentlich aufzeigen, dass man jetzt mehr und mehr neue Chancen hat beim Krebs. Es ist, wie ich gesagt habe, nicht ein Mittel für jede Krebsart da, aber man hat neue Chancen und Krebs wird wahrscheinlich in 20 Jahren wie andere Krankheiten viel mehr heilbar sein. Man sieht das ja schon heute, oder? Früher sind Patienten Krebsdiagnose, nach einem Jahr, zwei sind alle gestorben gewesen. Und heute ist das fast mehr in eine chronische Krankheit. Irgendwie hat sich das verwandelt. Wenn man im Tram fährt, würde man das den Patienten zum Teil überhaupt nicht ansehen, oder? Aber sie sind eigentlich medizinisch schwer krank, oder? Aber man sieht es nicht an, weil der Krebs einfach kontrolliert ist, oder? Man muss immer wieder etwas machen, man muss einmal eine Metastase operieren, man muss eine Chemotherapie machen, aber es ist viel mehr in eine chronische Krankheit eigentlich umgewandelt worden. Und das wird in Zukunft noch zunehmen und ich denke, in 20 Jahren werden wir über Krebs ganz anders reden, als wir heute darüber reden. Aber wird Krebs in dem Fall heilbar? Ist ja, in vielen Fällen, zum Beispiel Leukämie bei Kindern, haben eine Heilungschance von 95%. Oder gewisse Krebsarten auch bei Erwachsenen, vor allem bei den Lymphomen. Hodgkin-Lymphom oder so hat bei Erwachsenen auch eine Heilungsrate in dieser Grössenordnung. Und das vergisst man immer, oder? Wir wissen natürlich, Lungenkrebs zum Beispiel ist nicht einfach Lungenkrebs, oder? Lungenkrebs in einem frühen Stadium kann man sehr gut heilen und unter Kontrolle bringen. Wenn es in einem fortgeschrittenen Stadium ist, ist es eben viel, viel schwieriger. Und da kommt natürlich auch Prävention rein, Früherkennung, oder? Alles spielt zusammen. Es ist nicht nur jetzt
Therapie nachher, sondern es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die die Krankheit dann umwandeln eben in eine heilbare Krankheit. Ganz gutes Beispiel ist ja die HIV-Infektion. Oder? Am Anfang sind alle gestorben, innerhalb von kürzester Zeit. Man hat nicht mal gewusst, wieso. Oder? Plötzlich hat eine die geniale Idee gehabt von diesen Proteasehemmern. Die Patienten sind immer noch HIV-positiv, aber die sind ja plötzlich wieder arbeiten. Sie haben sich irgendwie körperlich erholt, oder? Weil man einfach die Infektion können unter Kontrolle bringen. Und sie ist eigentlich in einen chronischen Status umgewandelt worden, oder? Von einer hochakuten, tödlich verlaufenden Krankheit. Oder? Und ich sehe das irgendwie ähnlich beim Krebs, dass das auch so wird. Oder? Du hast vorhin noch selber den Lungenkrebs angesprochen. Jetzt die aktuellen Forschungsergebnisse, sage ich jetzt mal, wo es in dieser Studie darum geht, ist das konkret auf einen Lungenkrebs bezogen? Ja, erstaunlicherweise ist die Immuntherapie, jetzt auch die, die man heute schon anwendet, beim Lungenkrebs sehr erfolgreich gewesen, oder erfolgreicher wie bei anderen Krebsarten. Und weil es unser Forschungsgebiet ist, ist es natürlich naheliegend, dass wir dann auch mit dem Lungenkrebs auf dem Gebiet weiterarbeiten, um einfach das Therapiespektrum noch zu erweitern. Vielleicht eine Frage, die ein bisschen ausschweifender ist, aber ich habe gelesen, Lungenkrebs ist einer, glaube ich, der häufigsten Krebsarten. Hat das auch einen Zusammenhang mit dem Rauchen oder ist das zu weit hergeholt? Es ist leider die Epidemie. Wenn man Anfangs 19. Jahrhundert schaut, ist Lungenkrebs eine absolute Rarität gewesen. Und mit dem Rauchen, also der Mensch ist leider nicht sehr vernünftig in seinen Handlungen, mit dem Rauchen ist das ja eine richtige Epidemie geworden. Und ist heute der häufigste Krebs und immer noch einer der tödlichsten verlaufenden Krebs. Und was man auch muss sagen, die Frauenemanzipation hat da seine schlechte Auswirkung gehabt, weil die Frauen haben angefangen zu rauchen, haben den Männern eigentlich die Dummheiten angemacht und jetzt ist es auch bei den Frauen einer der häufigsten Krebs. Nach Brustkrebs schon an zweiter Stelle. Vielen Dank für die Ausführungen. Vielleicht noch schnell zum Schluss. Was sind die nächsten konkreten Schritte jetzt in dieser Forschungshinsicht? Sage ich mal, was steht da für euch und euer Team auf dem Programm? Also konkret in diesem Projekt suchen wir natürlich jetzt schauen, was sind genau die Mechanismen und wo sind die Ansätze, dass man könnte die Funktion von diesen Perizyten, von diesen spezifischen Gefäßzellen hemmen und dann einen Therapieansatz zu finden. Merci vielmals, Herr Professor Ralf Schmidt, für die Ausführungen. Besten Dank fürs Gespräch. Das interessiert mich natürlich auch noch von euch, was ihr von diesem komplexen Sachverhalt haltet. Immuntherapie, Chemotherapie, schreibt es doch bei uns in die Kommentarspalte.